Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe und es ist mal wieder Zeit für den meistgesuchtesten Österreicher in Australien, nämlich den Cookie. Oh nee, hallo, ich werde doch nicht gesucht, oder doch? Ja nee. Doch, vielleicht. Most Wanted heißt englischen Namen von Österreich. Most Wanted ist heißt das Wunderformat von Cops vs. Racer und deswegen oh nee, schon wieder. Bist du gesucht. Ja, letztes Mal haben wir dich einmal erwischt in der Zeit und einmal bist du dann entkommen. Mal gucken, wie die Bilanz heute ist. Ich bin übrigens heute mal mit der Charger Hellcat unterwegs. Es wurde sich gewünscht, dass ich nicht immer Corvette fahren soll. Und ja, ich versuche auch mal dieses Kätzchen hier zu entfesseln. Wurde getuned von unserem Handsome Huber. Aber, fährt sie aber. Semi-geil, aber ich versuche trotzdem den Kuchen. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Also ich leide ja, so ehrlich. Findest du, dass es ein richtig gutes Tuning ist? Nee, oder? Ich finde es scheiße, es ist ein 5-Minuten-Tuning. Ja, also gut, dann finde ich, ist ja semi-geil nett beschrieben. So, gut. Ja, mit dabei noch Jabo, Bluemo, Fly Racing, Handsome, Uber, habt schon gerade gehört, Trap Wolf, Higi, der Cookie, ebenfalls Profit, Benny, Scarface und Frust, HD, XXX, Porno, hammergeil. Oh yeah. Hallo. Ja, wer XX den Namen schreibt, der muss da sowas rechnen. Hallo. Ich mein Name war vergeben. Ja, es ist schon okay. XXX. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, gibt's noch irgendwas zu sagen? Ah ja, alle wichtigen Sichten in der Videobeschreibung verlinkt, alle unwichtigen Sichten halt nicht. Toll! Also Spruch des Tages. Ja, doch, meine ist doch vergeblich so, nein, Spaß. Nee. Oh mein Gott. Ja, ihr müsst wissen, ich bin eigentlich schon so kurz vor der Einschlafphase, deswegen da ist mein geistiger Zustand immer sehr lustig. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, Cookie, bitte verpiss dich mal aus dem Channel, denn das ist hier Polizeirevier und dann geht's los. Dafür pisse ich euch in den Café. Das verspreche ich euch. Ja, wir haben 25 Minuten Zeit und ja, ich gehe runter, dann geht's gleich los. Genau, so 3, 2, 1, fahr mal, tschüss. So, Leute. Zeit läuft. So, jetzt ganz ruhig erstmal. Das wurde schon angesprochen vor der Aufnahme. Wir brauchen, da Andi nicht dabei ist, fehlt uns unser Motivationsgeber. Oh, und das ist ein ernsthaftes Problem. Das heißt, wir brauchen jemanden, der den Posten des Motivators erfüllt. Ja? Nicht des Vibrators, Mann. Leute, bleibt jetzt mal klar im Kopf. Das ist ja das Auto schon, deswegen. Ja, der Controller meinst du. Also der Controller, der dumme Passant, den nehme ich erstmal fest, ey. Wir dürfen nicht fahren. Aber wenn er ja Kaffee und Donuts gibt, dann lässt ihn frei, ne? Ja, nee. Wer macht jetzt? Wer meldet sich für den Posten des Motivators? Michael. Der Tuber sollte das machen. Warum? Ich bin nicht motivierend. Das klang schon mal sehr gut. Das kam schon mal sehr an Andi ran. Bin ich motivierend. Ja, das war nicht schlecht. Also brauchen Sie einen Ausbilder-Schmidt-Typen. Ist schon mal dabei. Noch jemand, der sich dafür bewerben möchte? Nein. Ich bin dabei. Ja, das klang zu. Nee. Lieber nicht. Ja, aber nee, das Manu war ein bisschen. Oh, Manu ist auch nicht schlecht. Manu ist auch nicht machen. Die Panzerfahrer. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ihr macht es heute mal gemeinsam. Ihr seid beide ja die Panzerfahrer, dann seid ihr heute die Motivatoren. Also dann haut mal raus, bitte jetzt. Motiviert uns. Krass. Wow. Einmal ganz laut machen wir Luschen und dann geht's klar. Geil. Ich bin so motiviert. Jetzt sind wir motiviert. Gut, dann geht's ja los. Ich geh nur Harz kaufen. Steht meine Bewerbung noch aus? Ich hab's noch mal gekriegt. So, jetzt müssen wir. Ey, Leute, es sind schon fast 2 Minuten, wir wissen noch immer nicht, was er fährt. Ist aber auch nicht schlimm. Oh, der Charger fährt sich echt semi. Ja, wir gucken einfach in eine Fahrzeugliste. Wie siehst du denn an mir zu fahren? Ey, du bist ja ein richtiger Kapsele. Der Manu, oh, die Gas brauchst du auch nicht. Da hast du bloß das Auto kaputt. Nee, ich kann ja fahren. Bis am nächsten Baum hängen. Oh mein Gott! Er fährt einen UTI mit dem großen, fetten Kuhfänger. Wo? Biegt ab. Er fährt Byron Bay, fährt aber mit der Straße, die wo du ganz am Anfang, wenn du das Spiel startest. Also Intro-Strecke, der Aufbauteil. Intro-Strecke, ja, bei dem Tunnel. Da fährt jetzt die Offroad-Piste. Und gleich sind wir auf dem Strand. Aber das ist der Strand, oder? Das ist gleich auf dem Strand, genau. Also ich kann schon mal so viel sagen, ich habe ihn frontal getroffen. Nee. Kann ich auch auf der Autobahn bleiben? Aber der hat auch einen Bullenfänger, das heißt, du bist doch jetzt tot. Naja, 40% Bullenfänger, wortwörtlich.
Ich fahre über Omas Haus mal in die jetzt Richtung. Jetzt ist er gerade im Tunnel. Ja. Er hat wortwörtlich die Bullen mit dem Bullen. Festival oder Richtung raus. Festival auf dem Strand. Ich fahre Richtung Festival. Halt, jetzt biegt er wieder. Gut, jetzt habe ich 100% Motorschaden. Nein, er fährt weiter. Er fährt weiter. Soll ich noch auf der Autobahn bleiben? Mehr Motivation. Nee, alle in die Richtung. Okay. Er dreht jetzt mal auf und zwar, er fährt jetzt auf. Wir machen jetzt mal hier Bambini-Fußballtaktik. Alle auf den Ball, bis wir auf den Kugel. Er fährt jetzt die Küstenstraße entlang. Das ist die Brücke an der Küste. Und er hat jetzt nämlich gewendet. Goliath Küstenstraße Richtung. Goliath rückwärts. Ja, genau. Goliath ich fahr hier auch ein. Er wendet wieder. Das war einreden. Kommt dem jetzt entgegen? Lass einfach mal rüber. Jetzt fährt er. Ihr fährt nicht bei Omas Garten vorbei, sondern ihr fährt den, weißt du, den Offroad-Weg, der wo um ach den Felsen so, rumgeht. Die Abkürzung oder was? Ja, die Abkürzung. Ich stehe genau davor. Genau, schießt jetzt praktisch auf kleinen Kreisen zu. Also wenn er nicht wieder wendet. Also zur PXH-Teststrecke dann genau, wahrscheinlich. Genau, PXH-Teststrecke. Da bin ich auch. Boah, sieht ich auch super. Oder? Genau, oh, ich habe ihn nicht getroffen, aber ich sehe ihn. Ja. Vermutlich hat Bubi jetzt wieder einen Vollaufbau. Ist er schon, da hat er... Gleich, er ist schon da, er fährt jetzt Richtung Kreise. Was hat er für ein Auto? Durfte er eigentlich ein UTI? Ein UTI hat er. Durfte Guki eigentlich Antrieb wechseln, also von Heck? Jetzt biegt er prinzipiell alles. Biegt er links ab in Richtung Yarra Valley von Kleinkreisel. Also Richtung Yarra Valley Festival. Ich fahr mal runter auf die Festivalstraße heraus. Also er fährt genau. Die PXH-Teststrecke weiter, quasi, oder was? Das Ende von der PXH-Teststrecke. Achso, die... okay. Ich hab die nicht mehr genommen, komm. Ich meine, ich kenne ihn natürlich. Ja. Bewertet. Ray kann die schon mit Augen zufahren. Das ist ja die Aufnahmeprüfung, wo jeder Cop machen muss, sonst kann man ja nicht mitfahren. Genau, ich muss einfach muss Donuts machen. Man muss nämlich eine Zeit unter 14 Minuten schaffen auf der Strecke. Zufuhr ist richtig. Also meine Ehre ist ja, mit einer ganzen Packung Donuts auf dem Rücken. Auf dem Rücken? Ja, oder am Bauch geht auch. Ja, dann auch habe Bauch ist, glaube ich, einfacher, ne? So eine Halskette Donuts einfach. Wo seid ihr denn gerade? Vor dem fährt ein durchsichtiger Charger vor mir. Jetzt haben wir leider. Jetzt haben wir sich Kontakt ja, verloren. Eigentlich ist durchsichtig. Fährt der in grün? Ja, fährt ein grün UTI. Ute. Wo ist er weitergefahren? Ist er Richtung Yarra Valley weiter? Sich Kontakt verloren. Er ist Richtung Yarra Valley. Ich bin Yarra Valley. Aber ob er zum Damm ist oder zum Festival, keine Ahnung. Ich fahr mal Richtung Damm. Am Dschungel ist er aber vorbei. Ja, ihr könnt zum Festival. Dschungel ist er vorbei. Ich fahr Richtung Festival gerade. Kommt Festival. Autobahn raus. Vielleicht ist er im Festival. Das auf jeden Fall Leute zum Festival. Nee, ich stehe jetzt vor dem Festival. Halt, ihr fällt ins Festival rein, Yarra Valley Festival. Okay, lass es nicht machen. Absperren, Leute, man muss das absperren. Ding absperren. Da musst du dich. Hinter mir kommt gleich noch ein Charger. Oh, hier ist eine Corvette. Okay. Ja, das bin ich. Wow, der BMW Untertransit. Ist er hier? Yarra Valley Festival dicht. Ja, aber nicht zum Eingang, der ist doch Eingang. Ja, nein, aber wenn du zu weit vorne stehst, dann fährt er dich durch. Jedes Loch fickt. Oh, da kommt er. Jedes Loch stoppt. Alter! Nicht! Oh. 90% Motor. Ist er links raus? Ich hab's nicht gesehen. Der fährt runter, oder? Runter? Das kann der Jeep gut, jetzt pass auf. Wohin fährt der? Er fährt jetzt an der Zugbrücke. Fährt Richtung... Zugbrücke? Richtung Outback? Schnelle Ranch. Schnelle Ranch. Da vorne ist er, ich seh ihn. Bella, genau. Gib Gas. Ich bin immer im Motor. Oh, Motor, ich bin immer im Motor. Das ist durchsichtig geworden. Nicht Achtung. Müsst ihr nicht ordentlich kassiert haben, weil er mich weggeschubst hat? Offroad rechts. Ich fahr auf Konzept. Auf dem Weg zum Aber er ist gegen den Baum gefahren, also sein Motor hat. Oh, wieso crasht er uns? Mann! Was war das jetzt für ein Depp? Er ist auf dem Weg zum Flugplatz rechts vorbei, da wo der Flugplatz sozusagen beendet ist. Wo ist er? Kann ich. Im Gelände zwischen. Der Charger hinter mir kann überholen, ich kann nicht, ich hab keine Leistung mehr. Ich auch nicht. Wo ist er hin? Du wurdest aber nicht von dem Ding frontal weggerannt. Ja, ich bin doch voll in dich auch rein. Ich kann mich gerade neu jetzt hier. Mann, nee, ich wurde von. Wer ist die Corvette links vor mir? Er ist unten am Flugplatz vorbeigefahren. Ja. Jetzt hätte gerne eine genaue Angabe. Ja. Aber ich hab ihn verloren, ich sehe ihn nicht mehr. Richtung Autobahn. Zuletzt gesehen, Outback Richtung Autobahn. Warte mal. Oh, kack, ich bin zu weit gefahren. Voll schnell. Ja gut, Outback darf er ja nicht, ne? Er darf ja nur sich einmal reparieren. Das hat er ja damit schon getan. Weiß er das? Ich hab ihn verloren. Ja, das glaube ich nicht. Weil er gern solchen Sachen vergisst. Ich mach das nicht, dass er einer weitergefahren ist. Das hier kassiert, als er mich weggeschubst hat. Ist jetzt schon jemand am Kreisverkehr am Ende von der Autobahn? Ich bin auf der Autobahn.
Na gut, ich fahr mal Richtung Kreisverkehr vom Jammerallee aus. Ist er schon auf der Autobahn? Wissen wir nicht. Wird man überhaupt nicht, hat jemand ziemliche Internetprobleme. Oh. Der Kuki hat Internetprobleme, Alter, der ist einfach durchsichtig geworden. Jemand anders von uns hat auf jeden Fall. Ja, jemand von uns. Das könnte ich sein, vielleicht. Benny, wenn's du wieder bist, dann. Ich fahr mal die Autobahn runter. Nee, bei mir. Dann bist du schon. Fahr mal Richtung Goldmine. Ja, dann bei mir ist gerade ja nicht raus, sonst gibt's Ist jemand bei der Goldmine? Fahr weiter, fahr weiter. Ich fahr Richtung Goldmine. Ich bin gerade da in der Nähe. Ich hab doch gesagt, dass ich das vorhin bin, Mensch. Jetzt bei mir auch. Hier reden so viele Typen, so viele Cops, Alter. Ja, ich glaub, der ist weiter Richtung Outback gefahren, kann das sein? Ich bin jetzt auf der großen Kurve bei den, bei Pink Lakes. Pink. Bin jetzt bei Ausgang von, wie heißt das, Cooper Petty heißt der? Es bringt uns gerade aktuell nicht viel, wenn wir wissen, wo ihr seid. Vielleicht, ja, ich glaube echt, er ist ins Outback reingefahren, ins Festival vielleicht. Ja, ja, die schnelle Landstraße genutzt hat und dann die Goliath-Strecke rückwärts gefahren ist. Er ist ja so weit offroad gefahren, dass er rechts vom Flughafen schon noch vorbeigefahren ist zur Autobahn. Ich fahr mal Richtung Cooper Paddy. Rechts vom Flughafen. Also ich bin jetzt im Tunnel. Hier, der ist in Paradise reingefahren gerade. Boah, Richtung Tunnel. Doch ja, Richtung Tunnel, genau. Und fährt jetzt wahrscheinlich Byron Bay runter. Er ist noch nicht im Tunnel. Oh, warte, ich fahr die Goldstrecke mal rückwärts zu Byron Bay. Ich hab ihn, er ist im Tunnel. Ah, da kann ich ja nochmal umdrehen. Nee, doch nicht. Ich bin auf der Autobahn. Er fährt jetzt Tunnel raus, Goliath-Strecke quasi, also auf die Goliath-Strecke. Also okay. Richtung kleiner Kreisel. Ich setze mich mal kurz zurück. Sonst geht das hier gleich noch schief. Ja, ey, ich habe ihn von Dral getroffen, aber irgendwie bin ich am Arsch und er nicht, ey. Der scheiß Bullen. Ja, der Kuhfänger fängt gut ab. Ich glaube, der wiegt 300 Kilo oder so, ne? 400. 400 sogar. Krass. Ja, ist immer noch auf der Strecke Richtung kleiner Kreise. Gut, da gibt's auch groß keine Alternativwege. Jetzt geht er offroad. Was? Schwer zu beschreiben. Er ist halt immer noch auf dieser Zubringerstraße gewesen, fährt jetzt, kürzt quasi Richtung der PXH-Teststrecke ab, quasi. Ja, ich fahr gerade auf die PXH-Teststrecke zu, glaube ich. Bin gar nicht sicher. Er ist immer noch voll offroad, mitten in der Pampa. Ich bin hier noch nie lang gefahren, wusste gar nicht, dass es geht. Ich bin an ihm dran auf jeden Fall. Ich bleibe aber dran große und, Fläche und da, sag, ne? Wo er ist. Ich glaube, das ist am besten, weil es bringt jetzt nichts, mich kaputt zu rammen. Ja, die PXH-Teststrecke geht ja quasi am Start dann über diesen Berg oder diesen Hügel, diesen kleinen, ja. Und quasi da also irgendwo müsste er jetzt in die Richtung wahrscheinlich irgendwo rauskommen, schätze ich mal. Das ist um diese S-Kurve da oder was, ne? Ja, da wo so eine Farm links oder beziehungsweise rechts ist. Schätze ich mal, ich weiß es nicht. Er ist immer noch mitten Offroad, fährt jetzt im Kreis. Okay. Ach gut, der Baum war nicht massiv. Hier war ich noch nie unterwegs, ehrlich. Das ist eine riesen Wiesenlandschaft hier, tatsächlich. Ja, nicht genutzte Spielfläche, da gibt's noch eine von. Ja, also er ist, er ist halt quasi zwischen dem kleinen Kreisverkehr und dem Tunnel, also nicht Richtung den Schiffswrack, sondern in die andere Richtung, mitten in die Pampa gefahren. Und da fährt er jetzt noch die ganze Zeit rum. Richtung Regenwald. Oh, nee, nicht Richtung Regenwald, auch davor. Die Fläche. Ach so. Das dürfte zwischen Tunnel, oben Teststrecke und... Ja, er ist Richtung Surfers Paradise wieder unterwegs. Also Richtung Paradise? Ja. Ich bin... Also Landstraße da, kann das sein? Also ich kann das nicht beschreiben, ey. Das ist mitten in der Pampa, Leute. Seid ihr auf einem Berg oder Flachland? Oh, hier sowohl geht's rum. Als auch. Oh. Wie gesagt, ich war hier noch nie unterwegs, deswegen ich kann das nicht beschreiben. Ja, da führt ja auch keine Strecke oder sonst was lang. Ganz neu. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, verloren. Bin jetzt am großen Kreisverkehr in. Ist er immer noch in der Pampa irgendwo? Ja, immer noch. Jetzt fährt er in so ein Bananenfeld rein, aber nicht das, was wir so kennen, sondern ein neues. Aber okay, dann reden wir. Ich glaube, ich bin in der Gegend. Also in der Gegend ganz sicher, aber ich glaube, ich bin in der Gegend. Die Corvette kenne ich, glaube ich. Komm, ich schließe jetzt mal auf, ich ramme ihn jetzt doch mal. Bist der Charger, bist das du, oder? Da vorne ist was. So, ich glaube, ich sehe was. Ich habe was im Wald da vorne. Ich bin gerade durchs Bananenfeld gerast. Die Bananen machen zum Glück keinen Schaden. Also er fährt jetzt quasi wieder Richtung kleiner Kreisverkehr. Also ungefähr, ich kann nur ungefähr abschätzen. Er ist immer noch mitten in der Pampa. Der macht halt einen auf Zeitschinden hier, weil der genau weiß, hier kann ich nicht beschreiben. Also ich habe jetzt 12 Minuten 30 auf der Uhr. Jetzt habe ich ihn verloren. Nee.
Jetzt habe ich ihn verloren, keine Ahnung. Irgendwo da auf der Wiese zwischen. Fährt da oben jemand auf der Wiese? Wieso fährst du auf der Straßenseite? Ich habe ihn verloren, keine Chance. Ich fahr mal zum kleinen Kreise. Auf jeden Fall. Ja, genau da war er. Das bin ich jetzt gerade der mit dem Jeep. Ich repariere mich mal kurz. Hier irgendwo war er. Hier ist hier, ach. Ray, bist du das hier? Guck, da drüben ist wer. Oh, da sind zwei. Okay. Läuft. Jetzt ist Surfers Paradise gespawnt. Aber das nächste ist. Hä, wer fährt hier? Nee. Der wird wahrscheinlich jetzt irgendwie wieder auf die Straße zurückgefahren sein. Korrekt. Auf die Straße vom Goliath oder vom Langhammer Straße? Wie gesagt, ich habe ihn verloren. Ich fahr gerade Richtung kleiner Kreise Goliath. Du fährst Richtung Tunnel oder fahr ich in einer Richtung? Ich fahr auch. Ich bin Richtung Tunnel, also ich bin gerade durch den Tunnel durch. Kann man halt vorstellen, dass er immer noch da auf der Kacke da rumdümpelt und noch nicht gemerkt hat. Ja, er darf doch gar nicht aufhören, wenn er nicht verfolgt wird. Ich fahr jetzt mal zurück. Ja, ich hab ihn! Kleiner Kreisel Richtung. Beim kleinen Kreisel an der Brücke. Wo das Ziel von der PXR-Teststrecke ist, also wo sie endet. Also Richtung Regenwald, ja. Ja, Teststrecke. Ja. Jetzt fährt er Offroad links vom Gefahrenschild in den Fluss rein, überschlägt sich. Oh, Kacke, und ich spring da runter im Fluss. Scheiße. Auf dem Fluss oder was? Also, da ist ja eine Brücke und ich hab ihn. Oh nein, ich dreh mich ein. Und ich glaube, es ist am Arsch, versuch ihn mal am Baum zu schieben. Jetzt muss er stehen. Ja, ich überschlag mich nur, ich komm da nicht runter. Er hat eine Radioaktivlackierung, sehr gut. So, wo ungefähr ist er? Ich hier unten. Da ist ja die Brücke, wo er bei Goliath bei der Teststrecke, wo die anfängt. Da rechts. Da ist so ein Sprung ins Wasser rein. Hilfe. Da ist jetzt er. Jetzt hängt er fest. Nein! Hilfe! Hilfe! Das ist das. Wo ist er hier? Ey, jetzt fährt er sackt im Kreis, ey. Da, leise. Ah ja, ich da unten. Einer am besten mal davor, Moment. Oh, Scheiße! Ja, Mann! Komm schon! Komm, ich geh hin! Halt dir, ich will auch mal draufschlagen! Scheiß Ute hier! Wenn einer davor steht, dann immer wieder raus! Weg. Wir müssen ja jetzt einer mal neben ihn. Warte so, mal! Und jetzt einer noch und davor! Jetzt. Nein! Das war genau! Falsch. Jetzt noch einer rechts! Perfekt. Nein, Karl! So! War irgendwie ineffektiv! Yeah. Mit dem Schrott-PC hat's auch geschafft, dabei zu sein! Sie sind festgenommen! Sie haben eine grüne, hässliche Lackierung! Pass auf, dass sie nicht vom Beta-Design und ihr Bullenfänger ist, ne? Ist auf unserem Gewichtsmessungsprüfgerät für 1 Kilogramm zu schwer empfunden worden. Wer ist da gerade runtergefallen, den Sprung? Ja, gut. Ich hab's im Augenblick gesehen. Oh, aber ich hab vorhin echt gedacht bei den Bananenfeldern, dass ich den einen Kopf. Die hören Westradio durch die Antenne. Das ist auch verboten. Ja, dieser eine Kopf, der konnte einfach nicht beschreiben, wo ihr wart. Das war total scheiße. Der Kopf, der war so stümperhaft, der konnte einfach nicht sagen, wo. Er hat nur immer gesagt, ja, Wiesen, Banane. Ich hab nur Bananenfeld gehört, bin einfach ins nächste Bananenfeld neben abgebogen und da war irgendjemand unterwegs drin, aber. Das war ich. Ja, wie soll ich sagen, ich war halt zwischen Strand, also dem Playground-Strand und den Bananenfällen. Denn dort inzwischen bin ich immer mehr gefahren. Okay, wie hast du mich eigentlich weggeschubst? Die Korvette ist auf eurer Seite, gell? Ja, beim Festival, Jara. Ja, mit meinem Bogenfänger Vollgas dagegen gefahren. So. Und Cookie, warum bist du 50 Kilometer weg, dass ich rammen wollte? Also wir haben knapp 16 Minuten, sage ich jetzt mal, aufgerundet gebraucht, um dich zu kriegen. Wir haben mal wieder. Vielleicht. Und, Also ich glaube, ich habe nicht die perfekte Autowahl dieses Mal. Tja, da kann... Ich glaube, du bist einfach unsichtbar geworden. Kann das, ist das. Nein, die Länderauswahl war schon mal gut. Einmal hast du dich ja repariert, ne? Ja. Einmal darf man ja. Ja gut, ich würde sagen, an der Stelle einfach, Wir gehen direkt zur nächsten Runde und dann bin ich dran und wenn es bei mir jetzt auch nicht allzu lange geht, dann können wir vielleicht sogar einen dritten neuen Racer oder so weiter noch dazu nehmen oder so. Gucken wir mal. Können wir dann entscheiden? Deswegen, würde ich sagen, kurzer Cut, dann wechsle ich auf mein Fahrzeug und dann versuche ich mein Glück und mal schauen, ob ich es schaffe, 25 Minuten zu entkommen oder aber nicht. So, da habe ich mir mal was Dickes rausgesucht, der Bentley Bentayga, den wir mal aufgebaut haben in einer Blizzard Mountain Folge. Der hat ordentlich Bums, ich meine, der hat in der Serie ordentlich Bums, aber der hat natürlich auch in unserem Tuning ordentlich Bums und ich habe mir gedacht, ja, der ist schnell, der hat Power, der hält was hoffentlich aus, ja, so ein dicker Bentley. Wir haben Luxusausstattung, ja, das heißt, wir können uns schön, wenn die versuchen uns wegzucrashen, den Rücken massieren lassen, das ist der Plan. Ja, und gucken wir mal. Außerdem können wir, glaube ich, ganz gut durchs Gelände. Ja, das ist so auch so ein bisschen der Alternativplan.
Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir machen und wie lange wir es schaffen. Ich versuche natürlich jetzt hier auf jeden Fall länger als Kubi, das ist mein Plan. Also, ob wir es schaffen, wirklich zu entkommen, das wäre natürlich auch mal geil, ja, die 25 Minuten durchziehen. Aber es könnte tatsächlich halt auch passieren, dass wir erwischt werden. Ich meine, wir haben halt einen Motor an der Front, das ist immer gefährlich, aber jetzt gucken wir einfach mal. Ihr merkt schon, das Ding geht schon gut nach vorne. Ich habe noch nicht so richtig Vollgas gegeben. Aber das können wir gerne mal machen hier. Mal. Monster, ey. Monster auf vier Rädern. Ich glaube, wir haben sogar Maximalaufbau gemacht, meine ich. Einfach mal vielleicht die Blizzard Mountain Playlist auschecken. Da sieht man ja gleich auf dem Thumbnail dieses geile Schätzelein hier. Ja, letztes Mal hatten wir ja ein bisschen Pech, muss man sagen. Bei Cops vs. Racer Most Wanted, da bin ich ja direkt in die Dicken reingefahren. Jetzt haben wir aber selber mal einen Dicken. Ja, jetzt gucken wir mal. Oh, da fährt schon einiges. Haben die das jetzt mitgekriegt? Ja, sie haben es mitgekriegt. Wieso triff ich immer auf die als erstes? Das gibt's doch nicht. Okay, das könnte jetzt spannend werden. Wir sind schon in der zweiten Minute. Werden wir jetzt schon verfolgt. Natürlich nicht so geil. Gut, da versuchen wir jetzt natürlich auch irgendwie direkt über den Urwald irgendwie in den Wald zu flüchten. Aber ich versuche es jetzt einfach mal hier auf dem Asphalt. Boah, der geht ganz schön gut ab, ey. Für das, dass es ein SUV ist. Gut, da war ja aber auch mal eine kurze Zeit lang der schnellste Serien-SUV der Welt, der Bentayga. Mit über 300 km/h. Der Lamborghini Urus hat ihn dann aber abgelöst. Also der offizielle, nicht der Konzept-Urus, den wir im Spiel haben. So, jetzt muss ich mir mal überlegen, wo fahren wir jetzt am besten lang, weil ich glaube, die sind immer noch hinter uns. Und irgendwie habe ich so voll das Déjà-vu. Wir fahren immer irgendwie dieselben Strecken ab, habe ich so im Gefühl. Auch wenn ich sie jetzt gerade nicht sehe, gehe ich davon aus, dass sie trotzdem irgendwo immer noch sind. Die Lustigen. Ich versuche jetzt auch erstmal den Offroad-Bereich, also abseits der offiziellen Wege, erstmal zu meiden, auch wenn das Fahrzeug das bestimmt ganz gut kann. Nein! Boah, Glück gehabt. Das war jetzt halt kacke, aber ich konnte jetzt auch nicht ausweichen. Ja gut, der Schaden hält sich noch in Grenzen. Dann gehen wir jetzt halt doch mal Offroad. Nur jetzt aufpassen mit den Bäumen. Die wollen wir natürlich jetzt nicht mitnehmen. Die Corvette hat wahrscheinlich mehr Schaden jetzt erlitten, als ich. Nein, jetzt bin ich doch gegen Baum gefahren, ich Idiot. Es gibt so viel Schaden. Oh, 10% direkt mehr.
ist das ärgerlich. Ich versuch mal irgendwie zum Outback zu kommen, um mich zu reparieren. Allerdings, ob ich das hier schaffe, ist die ganz andere Frage. Ich weiß halt nicht, ob die noch hinter mir dran sind oder nicht, ey. Macht das Schaden, wenn ich hier durchfahre? Nee. Glück gehabt. Aber Baum darf ich nicht nochmal tuschieren. Oh, und wieder. Oh, 13% mehr. Was mache ich denn? Warum fahre ich da dagegen? Oh, was bin ich für ein Idiot. Ray! Konzentriere jetzt mal 60% Schaden, ey. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Was mache ich? Ich bin so dumm. Ja, ich bin dumm. Ich sehe das Fahrzeug vor mir und denke nur so, ja gut, dass wir dieser kleine Knüppel machen. Und naja. Naja, jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir da irgendwie ins Outback kommen. Es wird auf jeden Fall schon mal sandiger hier. Aber das Festival ist ganz woanders. Oh, wir könnten vielleicht durch den Zugtunnel fahren. Der Zug fährt schon durch, das heißt, er wird uns nicht bekommen. Ich weiß ja nicht, ob noch jemand hinter uns ist. Ich sehe es nicht, ich erkenne es gerade nicht. Aber ich gehe schon davon aus, dass die noch hinter uns sind. Deswegen fahren wir jetzt einmal hier mal durch. Ich hoffe mal, die haben das Festival jetzt nicht dicht gemacht. Das könnte natürlich gut sein. Wir fahren jetzt hier erstmal weiter. Ich sehe es halt nicht. Wir haben halt immer so eine riesen Staubwolke hinter uns. Deswegen aufpassen, nicht schon irgendwo wieder dagegen knallen. Zerschaden, ey, der ist echt nicht gerade wenig. Ey, wir müssen in das Festival reinkommen. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir geliefert. Muss da reinkommen. Problem ist, es gibt halt die Regel, wenn da drei Cops stehen, darf ich es nicht verwenden. Ich hoffe, da steht jetzt halt maximal nur ein Cop. Wo ist denn jetzt der Eingang? Da vorne. Ist aber ganz schnell. Ich sehe jetzt keinen Cop hier. Nirgends, alles gut. Okay, das sieht gut aus. Das schaut gut aus. Und wieder raus. Puh, so, jetzt muss man hoffen, dass da keiner das mitbekommen hat. Wenn die jetzt nicht da vorne stehen, könnten wir sonst direkt den nächsten Schaden wieder kassieren. Aber da jetzt niemand steht, gehe ich davon aus, dass wir sie auch abgeschüttelt haben. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal wieder nicht mehr Offroad fahren. Wir müssen jetzt auf dem Asphaltierten bleiben. Ah, das war aber ärgerlich, ey. So, wir dürfen jetzt uns nicht mehr reparieren. Da vorne ist ein Cop. Oh ne, doch nicht. Ich dachte gerade, es ist ein Cop, weil es so dunkel ist. Man wird echt paranoid. Ich habe das letzte Mal schon thematisiert. Man denkt, alles sind Cops. Na, wenn man was zu verbrechen hat, da vorne ist aber ein Cop. Oder? Ist das ein Cop? Ne, das ist einfach nur ein weißes Auto. Oh Gott, ich sag ja, weiß und schwarz, ey. Oder dunkel und... Wie gesagt, man wird paranoid, das ist halt einfach so. Ja, wir haben halt ein relativ weiches Fahrwerk, deswegen ist es manchmal nicht so geil mit dem direkten Einlenken. Aber gut, man da muss aber denken, wir haben auch ein SUV und kein reinreißiger Sportler. So, ist erstmal ganz Chili Vanilli. Die Straße fahren. Nicht zu schnell, dann können wir nicht auch noch ganz gut ausweichen. So, wir sind jetzt knapp bei 10 Minuten, 11 Minuten.
Das ist aber ein Kopf oder so ein... Oh, wieder die Dicken, ey, das gibt's nicht. Wieso habe ich immer die Dicken am Arsch hängen? Immer diese dicken Penner, ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Dass ich immer die Penner am Arsch hängen hab. Komm, jetzt gehen wir direkt offroad. Nein, ich... Oh, der überschlägt sich fast. Oh, das hat sogar Schaden gemacht. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich, ey. Das hat richtig viel Schaden gemacht. 10% direkt wieder. Oh, ganz viele Bäume, ganz viele Bäume, ganz viele Bäume. Aufpassen! So, jetzt Konzentration, ey. Mann, warum sind die jetzt schon wieder? Weißt du, auch immer die scheiß Dicken, ey. Die können halt so gut Offroad. Und jetzt in der Nacht ist halt scheiße, weil du Offroad die nicht abhängen kannst. Weil die Lichter sehen die auf eine übelst lange Distanz. Das heißt, Offroad fahren ist halt echt für den Arsch. Oh, das bin schon wieder mit der Schnauze angeeckt. Ja, guck mal, wie viel Schaden das immer macht. Ist das zum Kotzen? Okay. Das Problem ist, dass ich halt das Tuning damals ja nicht mit Schaden gemacht habe. Das heißt, solche Sachen wusste ich nicht, dass die Schaden machen. Das ist natürlich doof. Deswegen ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt hier über die Kuppen fahre. Jetzt sehe ich keinen mehr, aber der scheint rügt hier ganz oft. Aufpassen beim Zug oder beim Gleisverkehr. Da hinten sind sie. Das Problem ist, die Lichter verraten mich. Die Lichter verraten jetzt so viel. In der Nacht ist es echt schwierig, Offroad zu fahren. Weil da müsste man die Lichter abschalten können. Das wäre eine geile Sache. Aber... Das werden wir leider... nicht hinkriegen, die Lichter abzuschalten. Das war der Vorteil von Googie. Wäre Googie vorhin in der Nacht gefahren, wäre er mir niemals entkommen vorhin, diese kurze Zeit. Glücklicherweise haben wir ihn trotzdem danach ja wieder gefunden. Weil die Scheinwerfer, die siehst du so weit und wenn da mitten im Bananenfeld einfach was leuchtet, das fällt halt einfach übelst auf. Wir haben trotzdem schon wieder 30% Schaden. Wir dürfen uns aber nicht mehr reparieren. Wir haben gerade mal die Hälfte der Zeit geschafft. Also die Hälfte der 25 Minuten. Das ist so belastend. Aber wir hatten auch wieder Pech. Wieder die Dicken in die Fittiche gefahren. Weil die immer zu zweit unterwegs sind. Das ist immer kritisch. Und zwei Augenpaare sehen halt einfach mehr. So, jetzt die Frage, wo sind die? Ich sehe jetzt gerade aktuell nichts. Ich mach gerade ein bisschen langsamer, weil ich jetzt gerade keinen Baum mitnehmen will. So, ich muss jetzt dann gleich wieder zur Straße zurück, weil... Anscheinend haben sie mich doch verloren. Aber wir haben jetzt halt schon wieder fast 30% Motorschaden. Gut, wir haben genug Leistung, als dass das jetzt nicht ganz so wild sein sollte. Lenkungsschaden haben wir auch ein bisschen. So, das Problem ist, jetzt fahren wir halt wieder an eine Stelle, die sehr, sehr gern befahren wird. Deswegen versuche ich jetzt mal relativ schnell in den Regenwald zu kommen. Ich hätte eigentlich eine andere Route fahren müssen, weil ich war ja eigentlich schon fast beim Regenwald. Aber ich versuche jetzt einfach hier am kleinen Kreisverkehr und dann gucken wir mal. Da hinten leuchtet es aber ganz schön hell. Ich glaube, das ist ein Kopf da hinten. Das ist nämlich mitten in der Pampa einer. Und das ist ja eigentlich ja nicht erlaubt, dass mitten in der Pampa ein Kopf rumfährt.
Aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Also ich hoffe es mal, dass er mich nicht gesehen hat. Und selbst wenn, er muss auch erstmal hierher kommen. So, diese Schleichwege sind natürlich erlaubt, das ist klar. Das sind ja eingezeichnete Wege im Spiel. Oh, ey. Heftiger Sheet. So, ich versuche jetzt hier rechts abzubiegen und dann in den Regenwald zu kommen. Da, wo wir quasi zu Beginn waren. Ich sehe es kommen, wir begegnen bestimmt gleich wieder den Dicken. Die haben da wieder so eine Vorahnung, wo ich wieder rumdümpel. Aber immerhin habe ich die immer auch gleich sofort erkannt. Wobei, gut, diese zwei fetten Kolosse, die erkennst du auch einfach sofort. So, gelbe Lichter hat normal niemand. Oder so gelbliche Lichter, sagen wir es mal so. Nur ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir irgendwo dann ein bisschen weiter reinfahren. Das wäre so der Plan. Problem ist, ich kenne mich immer noch im Regenwald noch nicht so super, super duper aus. Weil ich glaube, wir fahren jetzt hier nach Byron Bay und da will ich eigentlich gar nicht hin. Deswegen wenden wir mal hier ganz kurz. Mann, Leute, diese Spannung, dieser Druck. Die Nacht ist halt echt tückisch, ey, weil, wie gesagt, diese Scheinwerfer verraten oftmals sehr, sehr viel. Natürlich, klar, die Dunkelheit kann auch dein Freund sein, kann aber halt, wie gesagt, auch dein Feind sein. Das ist jetzt, ja, ist halt eine andere Bedingung. Sagen wir es so, ich will jetzt nicht sagen, es ist schwieriger, ich will auch nicht sagen, es ist einfacher, es ist einfach anders. Es kann in manchen Situationen zum Vorteil sein, in manchen Situationen zum Nachteil gereichen. Müssen wir mal gucken. Gerade im Regenwald ist der Druck groß. Vor allem Offroad-Flüchten hier ist immer sehr tückisch. Vor allem, ihr habt gemerkt, der Bentley ist sehr sprungfreudig. Und ja, wenn wir mal ein bisschen vorne an der aufklatschen, dann gibt es gleich einen Schaden an der Front und das ist natürlich nicht so geil. Deswegen, Regenwald ist immer gefährlich. Wenn da jetzt jemand irgendwo kommt. Spannung ist da. Spannung ist da. Das war ein Charger, Glück gehabt. Aber überlegt mal, wir wären jetzt hier mit Fullspeed um die Ecke gefahren. Der hätte uns sofort. Wir kriegen da ist gerade ein Charger zum Glück an uns vorbeigefahren. Habt ihr es gesehen? Der kommt auch gar nicht mehr zurück. Das ist gut. Oh, da ist aber noch ein anderer. Alter, wie viele sind. Oh, die Bremsscheiben, wie die geglüht haben, ey. Heftiger Shit. Okay, jetzt sind halt natürlich richtig viele schon da gewesen. Krasser Scheiß. Also die haben schon irgendwie vermutet, dass ich hier irgendwo bin. Jetzt muss ich nur ganz, ganz schnell hier wieder raus. Aus dem Regenwald. Am besten den schnellsten Weg hier rausfinden. Problem ist, dass ich hier relativ viel Schaden schon wieder gefressen habe. Kürzen wir hier mal ganz kurz ab. Und nochmal hier. Ich sehe nicht, wo es hingeht.
Ich sehe halt gar nichts, ne? So, jetzt die Frage. Fahren wir Richtung Omas Haus? Aber da wird auf jeden Fall jemand sein und da ist Ausweichen eher scheiße. Oder fahren wir nur dieses ganz kurze Stück da lang? Da sieht's ganz gut aus. Hätten wir hier links hoch können? Ah, ne, ich glaube nicht, ne? Okay, da hinten verfolgt auf jeden Fall was richtig Schnelles. Da hat man Lichter gesehen, deswegen fahren wir ganz schnell hier hoch. Und ganz schnell hier rein. Die Straße fahren wir jetzt zum dritten Mal schon. Zum zweiten Mal in dieselbe Richtung. Aber, ja, es hilft, ne? Es hilft. Es hilft. Mann, wir sind nah dran jetzt. Wir sind nah dran. Noch 3 Minuten, Leute. Noch 3 Minuten. Dann hätten wir es geschafft. Dann hätten wir die 25 Minuten vollbracht. Natürlich mit auch viel Glück. Aber noch haben wir es nicht. Und wir haben leider halt echt schon Schaden. Und wenn da jetzt nochmal ein starker Aufprall dazukommt, dann ist vorbei. So, hier hat uns vorher die Corvette erwischt. Deswegen hoffe ich nicht, dass die Brücke jetzt unsere Pechbrücke wird. Sieht erstmal gut aus. Deswegen versuche ich jetzt erstmal... Komm, wir fahren die Teststrecke. Wir fahren die Teststrecke. Oh, da ist ein... Ah, ne. Ist ein Passant. Ich dachte schon, da ist einer hinter uns. So, bei solchen Kurven habe ich immer ein bisschen Angst, dass die genau jetzt da kommen. Da kann man nämlich manchmal gar nicht gut ausweichen. So, wir fahren einfach mal ganz normal. Jetzt wird es Tag. Das ist, kann jetzt gut oder schlecht sein, ich weiß es nicht. Ich meine, unser fetter Brocken fällt natürlich auch auf, ne? Das muss man ganz klar sagen. So, ungefähr 1,5 Minuten noch. Man ist jetzt gefährlich, diese Hauptstraße da entlang zu fahren, aber no risk, no fun, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, das... Ist es ein... Oh ja, das ist einer auf jeden Fall. Aber der merkt's nicht. Er merkt's zu spät. Glück gehabt. Aber da werden jetzt ganz viele in der Nähe sein, werde ich mit euch. Deswegen aufpassen. Gerade bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Das ist auf jeden Fall einer. Ja, wieder Glück gehabt. Yo, oh, Glück gehabt. Aber ja, Schaden noch bei 30%, knapp bisschen drunter. Okay, jetzt wird's, die Zeit ist fast vorbei. Jetzt muss ich halt noch einmal entkommen. Ich muss noch einmal entkommen. Es hilft alles nix. Zeit müsste jetzt vorbei sein. Aber wenn die mich noch verfolgen, dürfen sie natürlich logischerweise noch mehr oder weniger das zu Ende bringen. Das heißt, ich muss jetzt mir ganz sicher sein, dass sie mich nicht mehr verfolgen. Na, da hinten sind sie. Die wissen, wo ich bin.
Nein, ich bin nicht gegen Baum geknallt. Oh, das gibt's doch nicht. Ärgerlich, es hat ja wieder 10% Schaden oder so gemacht. 9% in dem Fall. Ich geh trotzdem mal hoch zu denen in den Channel. Kannst. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben unser Extra so programmiert, dass er nervt. Verfolgt mich jemand noch aktiv oder? Wir haben dich aus den Augen verloren gerade. Okay, dann habe ich es geschafft. Weil wenn keiner mich mehr verfolgt, die Zeit ist nämlich vorbei, dann. Outback Festival. Wo bist du hin? Bist du dann da Richtung Parkplatz hoch oder bist du runter Richtung Wüste? Keine Ahnung, wo ich bin. Müsste ich jetzt selber auf der Karte gucken. Ich bin irgendwo hier die Landstraße gefahren. Alter, er steht da in der Pampa. Wieder auf eine neue Landstraße. Und dann habe ich ganz hinten noch Lichter von euch gesehen. Und dann bin ich so über eine Kuppe rechts ab und bin irgendwo... Oh, dann bin ich lang gefahren, genau. Ja, Nirvana abgebogen, ja. Wir sind die Straße weitergefahren. Da bin ich. Nee, das ist Higi. Ich bin gerade 367 im Charger gefahren. Okay, achso, ihr seid da. Ach Mensch. Boah, Alter. Aber das war echt krasser Shit, ey, muss ich sagen, Leute. Das war. Ich bin zwischenzeitlich. Ich hab mich ja auch repariert einmal. Das habt ihr, glaube ich, nicht mitbekommen. In Byron Bay unten, oder? Nee, im Outback habe ich mich repariert. Das war dann da, wo ihr kurz darauf, die zwei Dicken mich dann bei dieser Drift-Hahn-Dings dann. Da bin ich gerade wieder dann weggefahren vom Outback. Oh, das Blöde ist, ich hab mich da ja hinter dir überschlagen. Jetzt konnte ich dir nicht mehr folgen. Ja, ich weiß nicht, eine Corvette hat mich am Anfang ja frontal getroffen, ganz langsam. Es war nicht viel Geschwindigkeit. Ja, hat er die Corvette bekommen? Würde mich mal echt interessieren. Weiß nicht, ich habe nicht nachgeguckt, ich habe mich nur danach gleich resettet. Okay, ja. Weil bei mir hat's schon echt auch was ausgemacht, muss ich sagen. Und danach, hey, ich habe mich so dumm angestellt. Ich bin dann zwar geflüchtet und war eigentlich schon, glaube ich, ganz gut weg von euch. Und, bin dann halt gegen Baum gefahren, nochmal 10% drauf, nochmal gegen Baum 15% drauf, dann so über die Autobahn drüber, dann kam so ein kleiner Abarth, nicht so, ja gut, was will der Abarth jetzt, komm weg da, fahr voll auf ihn drauf und dann denke ich so, oh Gott, das war so dumm und dann habe ich irgendwie 60-70% Schaden, ich so, nein, und dann habe ich irgendwie versucht, da ins Outback zu schleichen und es hat ganz gut geklappt. Und immer noch den Atem von euch da so ein bisschen hinten dran gespürt und wobei ich aber sagen muss, wärst du, wie wir dir da entgegengekommen sind, nicht querfeldein runter abgebogen, wir hätten dich nicht kapiert. Das hätten wir nicht kapiert. Als die Dicken dich da entgegengekommen sind, ja, bei der Driftzone. Ja, ich glaube aber schon, wenn ich ganz normal die Straße weitergefahren wäre, weil ihr seid ja sogar auf der... Ja, ich glaube schon, dass ihr es gemerkt hättet, wenn so ein fetter Bentley dann ganz nah an euch vorbeifährt. Ich habe dich das erste Mal auch nicht gemerkt. Ja, ihr habt ganz oft voll spät reagiert, so habe ich das Gefühl gehabt. Das Blöde ist, die KI fährt auch mit so scheiß hellblauen Dingern rum. Ja, der X5 halt. Ja, das stimmt. Man erkennt es halt ziemlich spät und da war die Nacht der Vorteil. Wo halt die Nacht der Nachteil war, ist halt wirklich, wenn du in die Pampa fährst, du siehst halt sehr, sehr lang, wenn jemand in der Pampa in der Nacht rumfährt, ja, die Lichter auffallen. Und das war auch dann eben, wo dann die Jeeps mich zum zweiten Mal verfolgt haben. Ey, ich hab euch immer noch irgendwie voll weit gesehen. So. Und dann dachte ich so, fuck ey. Und dann überall die Bäume und das Problem war der Bentley. Und eine sehr sprunghafte Feder und es kann manchmal passieren, dass der vorne absinkt und quasi mit der Motorhaube auf den Boden knallt und das macht halt echt 10-15% Schaden, wenn das passiert. Deswegen musste ich mega aufpassen, wenn es über so eine Kuppe geht. Und war halt dann nicht so cool, aber hat am Ende jetzt auch irgendwie gepasst. Puh. Was ging der Bentley Topspeed? Keine Ahnung, ich weiß, ich müsste ihn reparieren, da könnte ich, oder ich könnte ja mal gucken, was da Topspeed geht. 361. Aber bin ich nie gefahren. Na, haben wir Glück gehabt. Ja, ich hatte ja das Problem bei meinem Ford. Ich wollte ihn ursprünglich Heckantrieb lassen, aber das Ding war vorne auf der Schnauze so schwer, ich hatte einfach keinen Grip auf der Hinterachse. Ich musste umschwenken auf Allrad. Ich hatte keine andere Chance. Gut. Da habe ich mir auch so gedacht, ja gut, das Ding da vorne wird von dem Motor relativ gut schützen. Aber ja. Das ist das pinke Ding da. Forza ist halt immer noch nicht so. Aber ich fand's halt geil, an sich den Charger weggekickt hat. Das wäre auch eine Idee, so einen Gurka zu nehmen. Und immer wenn ein Cop kommt, machst du halt so ein Wheelie, dann fährst du einfach auf ihn drauf und passiert im Motor nichts, ne? Komm, Manu, nimm mich. Naja, egal. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Ich glaube, wir wollen keine dritte Runde mehr machen, weil ich hab's jetzt tatsächlich doch geschafft, durchzuhalten mal wieder. Auch wenn's echt sehr, sehr oft sehr, sehr knapp war.
Aber schlussendlich war die Mischung aus einem Power-SUV, was ein bisschen Offroad kann, glaube gar nicht so verkehrt, um hier irgendwie durchzuhalten. Ich hatte auch halt viel Glück, muss ich sagen, dass ihr mich, bis auf einmal die Corvette halt, mich getroffen hat. Sonst hat mich halt niemand wirklich getroffen, so, weil ich oftmals immer ganz knapp an jemand vorbei bin. Ich glaube, einer hat mich mal seitlich beim Yara Valley gestreift. Am Ende jetzt noch, aber das hat auch keinen Schaden. Ja, es hat keinen Schaden gemacht und ja. Egal, ich würde sagen, wir beenden es an dieser Stelle. Wie gesagt, alle wichtigen Sichten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's mit einer Most Wanted-Ausgabe. Wir lassen uns auf jeden Fall auch mal ein anderes Special bestimmt noch einfallen zu Most Wanted. Ansonsten natürlich auch noch andere Cops vs. Racer-Ausgaben werden auch wiederkommen. Das wurde auch schon öfters mal gefragt. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch sicher sein, dass wir da noch ein bisschen kreativ werden und auch alte Formate wieder reinholen werden. Gut, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Goodbye.